Die Frisur muss das sitzen, die Frisur. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal der Firma Shift to Passion GmbH hier in Pförnheim. Weiter geht's am M113 Kompressor mit den Italian RP Kolben. Und an dem Motor hat sich im Vergleich zum vergangenen Video schon wieder einiges getan, weil Matthias war extrem fleißig. Aber er soll mal selber erzählen, was er denn hier schon wieder alles so fabriziert hat. Ja, so fleißig war ich jetzt auch wieder nicht. Ah ja, komm. Ja, okay. Naja, gut. Also ihr seht, Ölpumpe ist hier unten draufgeschraubt. Der komplette Steuertrieb sitzt hier vorne drin. Ketten, neue Schienen, alles neu. Der Steuergehäusedeckel ist bereits montiert und der rechte Zylinderkopf. Ihr seht aber die Kette noch raushängen. Das heißt, das ganze Thema Ventiltrieb und alles, was dazugehört, ist hier noch nicht drin. Was ich jetzt als nächstes mache, ist hier diesen Zylinderkopf montieren. Da das ja eine Open-Deck-Bauweise ist, muss man jetzt hier außenrum natürlich erstmal eine Dichtnaht legen mit Flüssigdichtmittel, natürlich dünn und sparsam. Aber ihr seht es hier an dem bereits montierten Kopf, da quillt es ganz leicht raus. Dient einfach dazu, den Kühlwassermantel nach außen sicher abzudichten. Ansonsten hat diese Dichtnaht tatsächlich keine weitere Funktion. Hintergrund ist, diese Kopfdichtung hat keine Profilgummidichtung, das ist eine reine Metallblechdichtung. Okay. Genau, also das ist jetzt mein nächster Arbeitsschritt. Das heißt, ich montiere jetzt den Kopf, verschraube den und dann werde ich im nächsten Teil euch wieder mitnehmen, wenn wir dann die Nockenwellen-Lagergehäuse montieren mit den Nockenwellen und dann an das Einstellen von den Steuerzeiten gehen. Okay, ist nochmal heikel, interessant. Ja, ja, gut, wir haben ja eine Erfahrung, ne, mit unserem G55, den wir vorletztes Jahr lange bearbeitet hatten. Und der hat sich ja irgendwie gewehrt, sich von uns Steuerzeiten einstellen zu lassen. Und hast ja auch das eine oder andere Mal ein bisschen was bei der Insta-Story gezeigt. Den haben wir dann letztes Jahr um Weihnachten rum nochmal ausgebaut, den Motor. Hab den Deckel hier vorne nochmal runtergenommen, weil ich gedacht habe, vielleicht ist wirklich irgendwas schiefgelaufen. Uns hat da immer irgendwie so ein halber Zahn gefehlt. Naja, ich saß dann da, habe den Deckel runtergenommen und habe festgestellt, dass ich nichts feststelle. Hab dann gedacht, naja, jetzt bist du clever, wenn schon der Deckel runter ist, die Köpfe waren noch montiert, schau doch mal, was da schiefgelaufen ist. Und dann habe ich die Nockenwellen abgesteckt und siehe da, die haben irgendwie direkt sofort funktioniert. Also alles war komisch. Deswegen, das war echt seltsam. Ja, war echt seltsam. Und deswegen, diesmal lassen wir die Ölwanne noch runter, sind ein bisschen vorbereitet, wenn es mal wieder nicht läuft. Aber ich gehe fest von aus, diesmal werden wir es hinkriegen auf den ersten Punkt. Und ja, wer dann in der Folge, wenn die Steuerzeiten oben stimmen, direkt auch gleich die Ventildeckel verschrauben, unten die Ölwanne dann verkleben und verschrauben und dann ist der Motor schon zu. Und dann geht es an Anbauteile. Das eine oder andere Mal wurden wir mal gefragt und angesprochen auf die Sprühdosen, die du verwendest, bevor du hier jedes Mal Dichtmittel aufträgst. Ja. Kannst du vielleicht dazu auch mal zwei, drei Worte erzählen, ja, was da dahinter steht, warum einfach du das machst und was das überhaupt für eine Bewandtnis hat? Also wir nutzen ausschließlich auch das Dichtungsmittel von der Firma Loctite, Werbung sei erlaubt, ist aber auch das, was seitens Mercedes-Benz hier freigegeben ist. Dazu gibt es zwei Varianten dieser schön gleich aussehenden Spraydosen. Einmal das mit der Bezeichnung SF7200. Das ist der Reiniger. Diese Spray dient dazu, Dichtungsmittelreste von der Oberfläche chemisch anzulösen und dann zu entfernen. Also das ist auch nicht gerade lustig, wenn man das auf die Finger kriegt, dann hat er so kleine Kratzer drin. Man merkt, dass das Lösungsmittel ist. Das heißt, das nehme ich so lange, bis ich hier wirklich sowas wie hier eine klare Oberfläche habe, wo wirklich fast keine Dichtungsmittelreste mehr drauf sind. Und im zweiten, wenn das alles dann gereinigt ist, nehme ich dann dieses 7063. Ebenfalls von der Firma Loctite, sprühe das dann drauf und das ist im Prinzip wie ein Primer. Das aktiviert nochmal in den Poren Restdichtungsmittel, weicht das auf, löst das an, um dann in der Folge direkt da drauf, ohne dass ich hier nochmal mit dem Lappen oder irgendwas drauf gehe, die Dichtungsmittelraupe zu legen. Und die Dichtungsmittelraupe, die geht dann halt schön in die ganz fein offenporigen Alu-Bauteile hier rein und verbindet sich dann so, dass wir halt wirklich auch eine sichere Dichtungsnaht haben. Ja, das sind halt, wie gesagt, diese zwei Dosen, die nehmen wir. Und ich habe das jetzt hier schon eingesprüht mit den 7063. Das heißt, jetzt auch Finger weg von der Dichtungsoberfläche. Hier geht jetzt maximal noch die Dichtmittelraupe drauf. Dann wird die Dichtung draufgelegt, dann kommt der Kopf drauf und dann wird der verschraubt. Okay. Das ist jetzt mein nächster Arbeitsschritt. Hier drüben bin ich schon fertig. Alles klar, dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Steuerzeiten einstellen, beziehungsweise die Nockenwellenlagerdeckel. Ja gut, ich baue die Nockenwellenlagerdeckel rein und hole euch dann wieder ab, wenn wir dann an das Einstellen der Steuerzeiten gehen. Das ist nochmal eine ganz interessante Geschichte beim 113. Da nutzen wir so Absteckschablonen. Ja, kann man mal zeigen. Dann bis gleich. Bis gleich.
So, die Steuerzeiten sind eingestellt. Mhm. Und ja, im Grunde ist es eigentlich beim M113 auch gar nicht so spektakulär, gell, Matthias? Nee, das ist wie immer. Es gibt eine Schablon, ja, die montiert man hier oben in die Nockenwellen rein. Die Kurbelwelle ist vor 40 Grad nach OT des ersten Zylinders zu bringen. Das sieht man hier unten schön auf der Riemenscheibe, die Markierung. Das heißt, wir haben hier die OT-Markierung, drehen einfach die Kurbelwelle in Drehrichtung weiter und fluchten muss sie dann hier mit dieser Kante. Da muss man schon ein bisschen genau hingucken, weil das halt einfach relativ weit weg ist. Man kann sich aber auch im zerlegten Zustand an der Kallnut orientieren. Die ist genauso brauchbar. Und ja, hat dann im Prinzip nur noch die Aufgabe, die Kette so aufzulegen, dass links und rechts die beiden Schablonen drauf passen. Ja, das heißt, die kommen natürlich wieder runter. Genau, das die greifen jetzt hier in diese Nut von der Nockenwelle rein. Links genau. Und rechts. Die werden dann hier bündig verschraubt und dann ist das Thema eigentlich schon durch. Ja, dann kommt im Prinzip das Rad hier von drauf. Die zwei Räder muss ich jetzt noch festziehen. Und hat dann noch einen Kettenspanner reinzumachen, der ist schon montiert hier an der Seite. Und ja, das war es dann gewesen. Bei dem Motor ist es so, dass man die Steuerzeit auch nochmal gegencheckt oder durchdrehen. Ja, ja, das habe ich schon gemacht tatsächlich. Ja, das heißt, das ist alles jetzt hier vorne zwar noch lose montiert, aber ich habe jetzt den Kettenspanner reingebaut, endreingebaut, habe den Motor jetzt noch ein paar Mal durchgedreht, habe das dann jetzt gerade nochmal aufgelegt und passt so, wie es ist. Ist ja nicht bei jedem Motor so, ne? Also beim M157 zum Beispiel. Man macht das immer mal beim Motor 157 und 276 und 278, wie die heißen, mit dem dreiteiligen Kettentrieb. Da dreht man gar nichts, bis man den Motor einmal komplett zusammengebaut hat. Da muss man sich vorher sicher sein, dass das Auflegen der Kette super funktioniert hat. Dazu gibt es aber ein paar gute Hilfsmarkierungen. Und dann kann man sicher sein, okay, das funktioniert dann schon. Ja. Hier geht's klassisch, genau. Hat funktioniert. Motor steht perfekt mit den Steuerzeiten. So ist es. Auch ein ganz wichtiger Arbeitsschritt an der Stelle, weil nur perfekte Steuerzeiten garantieren dann auch letztendlich einen sauberen Motorlauf mit voller Leistung, mit voller Performance, wie du sozusagen pflegst. Und ja, wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt geht's weiter. Ich verklebe jetzt unten erstmal die zweiteilige Ölwanne. Mhm. Das heißt, da muss ich noch so ein Zwischenblech reinmontieren. Die Ölwanne liegt schon da oben, frisch gereinigt. Die wird jetzt gleich vorbereitet. Dann wird der untenrum komplett zugemacht und im nächsten Arbeitsschritt oben die Ventildeckel drauf. Und dann geht's an die Anbauteile. Ja. Wasserpumpe und Generator, das ganze Zeug, Kompressor ganz zum Schluss noch drauf. Und dann Leitungssatz, da ist nicht mehr allzu viel. Also der Motor ist eigentlich relativ schnell jetzt fertig. Dann sehen wir uns. So, jetzt machen wir mal einen Zeitsprung. Der Motor ist fertig und wie ihr seht, trinke ich einen Kaffee. Er trinkt einen Kaffee. Und der Marco und der Florian haben den Motor schon wieder ins Auto eingebaut, im SL55. Ja, wir sind gerade so in der Vorstartphase, oder? Kann ich das so formulieren? Ja, wir haben ein bisschen Strommangel, aber gut, das ist nach 2 Jahren Standzeit auch normal. Und ja. Jetzt sind wir kurz davor, dass wir den wirklich mal andrehen. Ja, also ja, ABC. Eigentlich, ich meine, Öl ist genug drin und ich habe da jetzt auch nichts dagegen. Wir haben jetzt hier keine Nockenwellenversteller drin. Das Ding ist eigentlich jetzt schon ruhig beim Starten. Ich würde auch sagen. Ölstand ist geprüft. Angestartet ist er schon ein paar Mal jetzt. Und Öldruck sollte eigentlich da sein. Genau. Von daher, ABC-System ist mal vorbefüllt, Servolenkung ist auch vorbefüllt, Flüssigkeitsstände passen alle soweit. Also wir mal gespannt. Das jetzt einfach mal. Jetzt wollen wir mit Brillen hören, oder Matthias? Ja, jetzt bist du selber gespannt, oder? Muss schon sein. Ich meine, der muss ja die Kompression des Zorns haben. Hat er, glaube ich, auch so viele Batterien, wie der schon gefressen hat. Ja, sind wir gespannt. Florian, der verbindet jetzt die letzte elektrische Steckverbindung, die wir immer wieder dann erstmal trennen, um den Motor anzustarten, ohne dass er anspringt. Jetzt ist der Moment der Wahrheit. Hält er oder fällt er? Kraftstoffdruck aufbauen. Gucken wir, was passiert. Okay, drehen tut er wieder. Zu viel Kompression. Wirft der einen Starter raus? Wirft der einen Starter raus? Weil du... Der hört auf. Ach, der hört auf? Ja. Okay. Ich glaube, die Batterien sind mal lacker, ehrlich. Ja. Ja. Es sieht so aus, wir müssen erstmal für eine neue Spannungsversorgung sorgen.
Da bricht dem wahrscheinlich die Bordnetzbatterie von, die Starterbatterie zusammen, dann hört er auf. Oh, jetzt hört er jetzt schon gewollt, Florian. Sollen wir mal auf Diagnose Plus schalten vielleicht? Das hilft nicht. Wenn die Batterie durch ist, hilft das gar nicht. Also kann es halt auch mal gehen. Das ist jetzt quasi live dabei. Ja. Freunde, da fehlt uns jetzt Spannung. Es ist spannend, aber ohne Spannung. Ja. Ich bestelle mal zwei neue Batterien, würde ich sagen. Bestellen mal zwei neue Batterien. Wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn wir dann hoffentlich einen erfolgreichen Startversuch machen können. So, Trick 17. Wir verbinden jetzt einfach eine andere Starterbatterie mal provisorisch mit den Polklemmen vom Fahrzeug. Weil wir wollen jetzt brüllen hören. Zwei neue Batterien sind bestellt. Der SL hat ja in der Baureihe 230 zwei Batterien, eine vorne, eine hinten. Und jetzt schauen wir mal oder hören wir mal. Ich glaube, da ist auf der Batterie nicht mehr viel drauf, Florian. Die ist, glaube ich, wirklich nichts. Ja, aber wir haben ja noch genug Alternativen. Alter. So kann es mal laufen, ne? Also. Ich glaube, die ist auch nichts, Florian. Ja, Freunde, so kriegen wir das Auto nicht ans Laufen. Das wird aber in Dingens hier, in, wie heißt das? Ein Outtake. Ein Outtake, genau. Ach, die sind alle fertig. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir hier mit fremder Versorgung. Ah ja. Brennt doch. Alter, läuft. Chef, bist du zufrieden? Nein. Bist du Hydros, haben wir noch, ne? Ja, die lagen jetzt auch zwei Jahre wirklich da rum und so. Also das Tickern ist jetzt tatsächlich ein Hydro-Tickern. Ja. Aber der Motor selber läuft spontan schön. Extrem gut. Florian, lass uns erstmal Ölstand prüfen. So, der SL55 lebt auf jeden Fall wieder. Damit stehen die Chancen gut, dass er sich aus eigener Kraft aus dieser Werkstatt hinaus bewegt. Das sowieso, das ist gar kein Problem. Florian prüft jetzt nochmal den Ölstand. Der wird es erstmal gut genommen haben, glaube ich. Ja, das ist natürlich immer ganz toll, weil wir haben ja hier diesen tollen Ölmessstab, diesen Universalölmessstab mit Messskala. Weil das Fahrzeug selber hat ja keinen Ölmessstab. Das war ja mal so eine Phase vom AMG oder Mercedes besser gesagt, wo sie den Ölmessstab aus dem Auto raus entsorgen wollten. Hat auch schön hinten rausgeworfen jetzt mal. Bei 135. Ja, dafür muss vielleicht noch mal ein Literchen drin, ne? Ja. Bei 150 wäre gut. Weil doch sind die Ölkühler auch nicht befüllt. Das ist jetzt nur das, was er jetzt in den Motor reingeschoben hat. Weil das Thermostat ja noch nicht auf. Und deswegen füllen wir sicherheitshalber jetzt noch mal einen Liter Öl rein. Um bleibt dann, der Ölkühler dann komplett leer? Nee, das dauert aber eine ganze Zeit, bis er tatsächlich entlüftet ist. Ah ja. Ist auch noch was reingegangen, oder? Ja. ABC. Das ist jetzt das übliche Prozedere. Genau. Erstmal alle Flüssigkeitsstände checken, korrigieren nach dem ersten kurzen Start. Der Motor läuft, das wissen wir schon mal. Das Hydro-Tickern, das wird sich beenden, sobald ja, der Motor. Ja, das kann sein, wenn wir den morgen starten, dass der sich einfach jetzt entlüftet über Nacht, aufgrund dessen, dass die Luft halt jetzt entweicht. Ja. Und der zieht sich über den Ölkanal halt einfach jetzt Öl nach. Das kannst du ja auch nicht steuern. Du kannst noch so oft trocken starten, also trocken in Anführungsstrichen nur mit Öl, aber ohne dass er anspringt. Das haben wir schon häufiger gehabt. Dafür muss er laufen. Genau, ja. Der muss jetzt erstmal den Ölkreislauf komplett voll mit Öl stehen und dann entlüftet er auch. Ja. Genau, schön. Aber schön zu hören, wie er wieder lebt und läuft. Ja. Auch kein Vergleich zu vorher, glaube ich. Der hört sich gut an, ne, Flori? Ja. Ja, vorher hat er richtig schön gehämmert, wie im Presslufthammer. Sollen wir nochmal gucken? Das ABC-System werden wir natürlich einmal komplett spülen. Mal gucken nach unten, ob alles dicht ist. Gucken nach unten, dass alles dicht ist.
Geiles Teil. Da steht er ganz stolz. Ja, das ist schön. So mit Italien RP-Kolben haben wir ja so noch nicht gebaut. Das ist der erste, ne? Das ist der erste 113er, ja. Stehen wir jetzt? 150. Ja, sehr schön. Lassen wir nochmal laufen. Sogar schon ein bisschen besser. Ja, schlechter wird's nimmer. Tendenziell immer besser, ne? Jetzt wird er ruhig langsam. Ja. Geil. Können wir mal von hinten hören. Sehr gesund. Ja, nur ein bisschen Hydro-Tickern und dann ist das gut. Aber der Motor selber läuft absolut schön. So, wir lassen ihn jetzt noch ein bisschen warm laufen. Und dann sehen wir uns nachher noch mal wieder, wenn soweit alles entlüftet ist. So, Freunde, live dabei. Brauche ich mal Öldruck. Da brauche ich mal Öldruck, das Schätzchen. Ja? Es wird auch warm am Ölkühler. Läuft ja, wunderschön. Läuft wunderschön, wirklich. Matthias, ein paar abschließende Worte jetzt zu dem Projekt. Das Motorprojekt ist ja jetzt abgeschlossen. Also der Erfolg ist ja augenscheinlich hörbar. Also als allererstes, die Jungs haben echt einen super Job gemacht beim Einbau. Und ansonsten, der läuft geil. Den Rest habt ihr alles gesehen, was soll ich noch dazu sagen? Ja. Jetzt kriegt das Ding noch zwei neue Batterien, wir machen den noch TÜV fertig. Der ist seit ungefähr 2,5 Jahren abgelaufen, glaube ich, so gefühlt. Und haben noch so 2-3 Sachen zu tun. ABC wird noch gespült, SPC, Bremsflüssigkeit neu, Automatikgetriebeölspülung, Hinterachsdifferentialölwechsel, noch so ein paar allgemeine Sachen. Dann kriegt er noch eine schöne Aufbereitung und dann kann sich der liebe Eigentümer wieder freuen über ein schönes Auto. War mal ein cooles Projekt, ne? Hat Spaß gemacht, ja. Und läuft schön, muss man echt sagen. Wird nicht der Letzte sein. Okay. Liegen ja noch zwei rum. Fassen wir zusammen. Matthias hat einen guten Job gemacht. Die Jungs haben einen super Job gemacht. Das Auto läuft. Der Motor läuft wunderbar. So soll es sein. Jetzt mit Italien RP-Kolben. Alles schick. Und in dem Sinne verabschieden wir uns. Bedanken uns wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Projekt gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Abonniert unseren Kanal, das hilft uns immer. Lasst uns gemeinsam mehr Reichweite bekommen. Und ja, schaltet wieder rein, wenn wir ein neues Video bringen. Aktiviert die kleine Glocke. Und wenn ihr Fragen habt zu dem Projekt oder Anmerkungen, dann benutzt gerne die Kommentarspalte. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.